Sandstorm Time. Ja. Ich überlege gerade, wo wir denn jetzt theoretisch... hingehen können. Shit! Reicht nicht ganz. Liegt daran, weil sie da unten noch gecovert ist. Jetzt muss ich mit Edelweiß unbedingt nach vorne und sie retten. Es war ein bisschen leichter. Ich dachte, da wäre irgendwo eine Cover, aber nee, gar nichts. Sehr schön. Aufpassen, da ist eine Mine. Und down. Sehr gut, der Shock Trooper ist down. War sogar ein Commander. Als nächstes unser Lancer, Rosina. Potential Desert Energy. Ah, habe ich nicht dran gedacht, stimmt sie. Aber egal, macht nichts. Ja, ja, ist gut. Trifft. Sehr gut. Als nächstes folgt Herbert, dem guten Edelweiß. Na komm, na komm, na komm. Ich will nicht zu schnell rennen. Ganz vorsichtig, Entschuldigung, dass ich dann auch in der Zeit nichts sage. Aber, ne, sicher ist sicher. So. Dann. Nochmal schnibbeli-schnapp. End turn. So, als nächstes. Lago geht nach vorne. Brauchen wir auch dringend. Wir haben sehr viele gegnerische Panzer. Und ich habe eigentlich vor, so viele wie möglich mitzunehmen. Einfach, weil sie ja noch Bonus bringen. Am Ende, jeder zerstörte Panzer bringt extra Bonus. Ich weiß nicht, ob der in Range ist. Ist er, aber ich treffe bestimmt nicht, oder? Lago? Lago trifft! Lago, du bist der Held. Sehr gut. Als nächstes... Ich überlege gerade... Ja, wir gehen mal mit Alicia noch mit nach vorne. Okay. Dann Edelweiß. Sorry. Sehr gut. Mal gucken, wie viel Herbert sich jetzt verletzt hat dadurch. Geht, okay. Dann gehe ich mit ihm noch mit. Und zwar hier hinter in Sicherheit und ja, bleib hier hinter. Und das war's. Ich werde jetzt nicht mit so vielen, brauche ich nicht mehr vorrücken. Ich schaue jetzt mal, dass ich mit Lago und mit Rosina nächsten Runde den einen Panzer down kriege. Mit Edelweiß vielleicht den anderen Panzer. Und dann schauen wir mal. Das ist dieses, wir können die Gegner jetzt nicht sehen, wegen dem Sandsturm. Deswegen vrom, 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 vrom. Jetzt sehen wir nur, er schießt, okay. Aber Damage sustained, also ausgehalten.
Ein Panzer geht noch. Ja. Zeig uns ruhig deine Schwachstelle. Okay, was auch immer das gerade war. Einmal Turbo Boost. Schießt auch auf Edelweiß, macht aber nix. Und mehr kann er nicht machen, zumindest nicht panzertechnisch. Deswegen gibt es noch einen normalen, eine normale Unit, die sich bewegt. Und das war's. Wir sind wieder dran. Als erstes. Der Sandsturm ist, glaube ich, auch vorbei. Ja. Ich guck mal gerade, das muss eigentlich treffen. Ja. Jetzt gucke ich mal. Okay. Ich werde jetzt mit Rosina nochmal rennen. Damit sie den Panzer erledigen kann. Und ich mit ihr crouchen kann. Kann ich gar nicht. Shit. Macht aber nichts. Hauptsache der Panzer ist down. Und ich treffe die Threads. Ich treffe die Threads. Dann nochmal. So. Kaboom. Okay, den haben wir. Dann als nächstes erstmal Herbert. Ganz wichtig, Edelweiß heilen, damit ich das nicht vergesse. To full youth. Doch, mache ich. Ich renne nach vorne. Es ist nur ein doofer Sniper. Und deswegen, ja, ich könnte jetzt nicht angreifen mehr, aber ich werde mal gleich auch mit Aika noch losziehen, vermutlich. Erstmal Edelweiß. Ich hoffe, er kommt, kommt er da drüber? Shit, kann er nicht. Macht nix. Kriegt einen ins Gesicht. Und als nächstes kommt Largo. Der hoffentlich weit genug rankommt, um den Panzer auch nochmal anzugreifen. So schnell wie möglich nach rechts gehen hier. Ziel ist groß. Light Tank. Jawohl! Auch der zweite Panzer ist down. Okay, dann gehen wir noch mit Aikan los. Sogar Doppel-Attack mit Herbert, sehr schön. Crouchen. Und als letztes rennen wir noch mit Alicia nach vorne. Rüsten mal gleich die Granate aus. Und killen den Shock Trooper. Nehmen die Leiche mit. Sweet, das war gut. Wie viel haben wir noch? Noch einen. Rosina kann fast gar nicht mehr rennen. Dann nehmen wir nochmal Largo. Kann in Deckung gehen und kann vielleicht sogar noch einen Schuss auf den letzten Panzer abfeuern. Wichtig ist erstmal die Deckung. Okay. Soweit wie möglich nach da. Alles klar.
Und Lago. Treff einfach. Und die Threads. Naja, er kann sich wenigstens nicht bewegen. Und ein bisschen Schaden hat er am Body auch gekriegt. Sieht gut aus. Der Gegner müsste jetzt 6 noch haben. Command Points. Reinforcements sind erstmal wieder da. Und er hat noch 6. Nochmal Reinforcements. Solide Treffer gibt es hier erstmal von Aika. Dann der Panzer, der... Also okay, er kann noch, obwohl die Threads kaputt sind, kann er noch fahren, aber nur sehr langsam, glaube ich. Oder sehr wenig nur noch. Dann gibt es nochmal den Shock Trooper. Ah, killt Aika nicht. Okay, okay. Und noch einmal der Sniper. Boah! Und voll der Headshot auf Aika. Das ist, das gibt erstmal Rache. Und Sandsturm ist wieder da. It's time for some revenge. Herbert! Medic! Just a little longer, almost there. It takes more than that to kill somebody, right? Ja, der letzte Schuss hat getroffen. Sniper down. Wie viel haben wir noch? Boah, ist ja nichts mehr hier. Panzer. Edelweiß. Okay. Ich glaube, das war wirklich wieder nur ein Kettentreffer, deswegen nicht so viel Schaden. Als nächstes Rosina. Kann sogar nah ran. Ziemlich nah ran, sag ich mal. Ja, noch 3. Aber sie wird jetzt im nächsten Zug den Panzer kaputt machen. Ich sag mal voraus, dass das die letzte Runde ist. Sie hat keine Munition. Ach, das ist doch nicht wahr. Ach, shit. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Da oben ist noch ein Sniper, sehe ich gerade. Okay. Wir machen das jetzt mal ganz clever. Als erstes killen wir den Penner. Okay. War Commander. Dann nehmen wir Herbert. Ich hoffe, es geht auf. Also ich werde, das wird die letzte Runde sein. Definitiv. Es geht nicht auf. Vielleicht mit einer Granate. Nee. Shit. Dann müssen wir das versuchen. Hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Aber okay.
Come on, 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 come on. Okay, im machbaren Bereich. Lago. You know what to do. Yes! Okay, Panzer down. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, dann mache ich den da hinten noch down. Aber ich will dich nicht scheiß. Ich will es noch in dieser Runde schaffen. Allein wegen den ganzen Boni. Deswegen, Alicia. Occupy das Camp. Und damit haben wir es dann geschafft. Wir haben jetzt einen Sniper am Leben gelassen, aber ich glaube, solide. Wir haben zwei Einheiten verloren, was war blöd. Aber wir haben sie ja retten können. Nur Rank C, schade. Aber insgesamt gutes Ergebnis, würde ich sagen. Dann bin ich jetzt erstmal wieder ruhig und ihr seht die nächsten beiden Episoden. What's this supposed to be anyway? What a weird place for something like this. There you all are. Hey there, Faldio. I didn't know you were out here too. I'm an archaeology major, remember? I was ordered to observe the ruins' interior. The shape of it really is unusual. I've never seen anything like it. I feel like I've seen it before somewhere. Where could it have been? This building was supposedly erected millennia ago by the Valkyr themselves. So they actually existed then? Yes. The Valkyr make a sudden appearance in European history thousands of years ago. Records say they brought with them incredibly advanced technology and divine might. Then one day, their history just ends. The Valkyr just disappeared. I always thought they were just a myth. That's it. I remember now. Remember what, Welkin? What are you shouting about? The Dread Nautilus. This structure looks just like a Dread Nautilus. A Dread Nautilus? What's that? You don't know? They're marine cephalopods. They live inside pointy spiral shells. And these ruins look just like that shell. I wonder if there's some connection there. Welkin, you can be such a... Hmm? What's up? Nothing. Forget it. Right. Let's take a look inside then. We may find some clue to why the Empire is out here. Alicia, I want you to come help Faldio and me look around inside. Largo, Rosie, and Isara, you stay here. Be on the lookout for movement in the area. All right, sir. Please be careful. Tell me, Silvaria, do these walls offer an answer to our search? I pray, where sleeps the ancient power? What do you read, child? Valkov, the Holy Lance, scorcher of the vast earth, asleep eternal in the bosom of Randri, made pillar of its keeper's keep. Kept thereby for eon without end. Then it's true. The sacred lance lies buried within Rongreese's walls. But your grace, how do you intend to control the lance once it is found? Worry not. A beast fit to bear that burden will soon be at our disposal. With this, our dream is made hard fact. Our crown shadow will extend to all of Europa. Ciao.
Chapter 7. The Battle at Boreas. Ja, interessant. Die scheinen da irgendwelchen Walküren, Mythologien, Geschichten auf den Spuren zu sein. Was das Ganze aber vor sich hat oder was das Ganze jetzt mit unserer Geschichte zu tun hat, werden wir, denke ich mal, in den nächsten Episoden erfahren. Bis dahin müsst ihr erstmal wieder ein bisschen warten. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, wie immer, wenn es euch Spaß gemacht hat, Kommentar oder Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Oder einfach das Video angucken, eventuell weiterempfehlen. Alles wäre super. Aber ich freue mich schon genug, wenn ihr das Video einfach nur anschaut. Die Vorbereitungen, also so Level-Ups und so weiter, machen wir in der nächsten Episode, würde ich sagen. Und deswegen würde ich mich sagen, ich verabschiede mich hier und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.